Du denkst, du weißt, wie deine Zielgruppe tickt, also wie sie ihren Bedarf äußert, wie sie Fragen beantwortet bekommen soll, wie du im besten Fall die richtigen Inhalte auch auf deine Internetseite packst mit den entsprechenden technischen Skills und all das, was man eben fachlich in deinem Markt kommunizieren muss, damit die Zielgruppe versteht, was du anbietest und was ihr in ihrer Situation hilft. Warum aber hier sehr viel ja auch falsch laufen kann und auch häufig eben in die falsche Richtung läuft, weil du viele Dinge einfach nicht auf dem Schirm hast, möchte ich dir gerne in diesem Video sagen. Genau darum soll es jetzt gehen. Mein Name ist Phil Posch, ich bin Gründer und Geschäftsführer der Posch Consulting GmbH und gemeinsam mit meinem Team mache ich genau das. Wir finden die richtigen Antworten auf Suchanfragen, die online gestellt werden. Also wir identifizieren, was eben online gesucht wird und sorgen dafür für ja, einen großen Mehrwert im Hinblick auf Neukundengewinnung, Wettbewerbssicherung, also dass eben auch mittel- bis langfristig Unternehmen sich einfach online absichern können und auch einen gewissen Part eben Asset aufbauen können. Okay, also ich habe es schon eingangs gesagt, das ganze Thema Zielgruppenverständnis. Natürlich hast du in deinem Markt Ahnung, was deine Zielgruppe braucht, was sie für eine Anforderung hat, welche Problemstellung sie hat. Und dich gäbe es wahrscheinlich sonst nicht, auch in der Größenordnung nicht, in der du aktiv bist, weil sonst würde es dein Geschäft ja auch entsprechend so nicht geben. Jetzt ist es natürlich so, dass du aus dem Vertrieb, aus dem Marketing, den Jahren Erfahrung, den technischen Skills oder auch eben einfach dem fachlichen Wissen in deinem Markt mit einer gewissen Grundvoraussetzung ja auch schon erfolgreich bist. Also du erreichst deine Zielgruppe, du überzeugst deine Zielgruppe, aber du schaust eben aus deiner Brille, aus deiner Perspektive auf den Markt und vernachlässigst dadurch mit Sicherheit, also das identifizieren wir in einem Großteil unserer Kundengespräche, eben die Formulierung des Bedarfs. Also was meine ich damit ganz konkret? Häufig ist es eben so, dass natürlich diejenigen, die online suchen, die Google bedienen, eben nicht ganz konkret schon sagen, ich brauche dieses Teil in den und den Abmessungen, mit den Spezifikationen, in dem und dem Umfang bis dahin, sondern dass man eben sagt, okay, ich brauche für ein Problem X eine Lösung. Natürlich gibt es auch die Techniker, die eben schon das fachliche Verständnis haben oder eben diejenigen, die einen konkreten Ansprechpartner suchen, die schon eine Grundvoraussetzung oder ein Grundwissen mitbringen. Aber du solltest eben an der Stelle eben auch berücksichtigen, dass diejenigen, die es nicht wissen, eben auch, wir sprechen immer von der Neandertaler-Suche, eben einfach sehr banal auf die Suche gehen. Und genau hier kommen natürlich auch noch weitere Dinge zum Tragen. Ein Beispiel, was ich immer wieder anführe, ist eben auch aus den Erfahrungswerten in der Zusammenarbeit mit einem Kunden, dass zum Beispiel die Begrifflichkeit Schraube, wenn es eben nicht um klassische, normale, genormte Schrauben geht, sondern um DIN, Spezialschrauben oder was auch immer, dass man eben mit der Sprache, also in Deutsch, ganz unterschiedlich formulieren kann, was man da jetzt braucht. Also der eine sagt, ich brauche eine Sonderschraube, der andere sagt, ich brauche eine Spezialschraube. Ich meine aber genau das Gleiche. Und genau hier ist es so, das ist jetzt ein sehr banales, einfaches Beispiel, aber genau hier ist es so, dass wir eben diese Dinge herausfinden mit unseren Tools, datengestützt arbeiten. Das heißt, wir entscheiden nicht subjektiv, ach ja, man könnte auch zu Sonderspezial sagen oder zu Grün auch Blau, sondern natürlich eben analysieren, wie in einem Markt gesucht wird, da mit unseren Tools herausfinden, welche Begriffe monatlich in welcher Frequenz gesucht werden, auch in welcher Form welcher Mitbewerber welche Begriffe bereits abholt und vor allen Dingen auch, welche Inhalte angenommen werden. Also gerade in den Online-Bereichen ist es einfach so, dass wir sehr transparent machen können, wessen Ergebnis wird denn in Google ausgespielt, angenommen und damit eben auch von den Kunden als wahr und authentisch angenommen. Und hier lade ich dich herzlich zu ein, dass wir das gerne auch mal für dich machen, diese datengestützte Antwort dir zur Verfügung stellen, also in einem kostenlosen Erstgespräch, uns einfach mal anschauen, wie wird in deinem Markt gesucht, wie können wir Bedarf bestmöglich beantworten. Und dazu kannst du gerne auf www.philposch.de gehen und dann machen wir das Ganze einfach mal in einem Erstgespräch. Ich freue mich, bis dahin.